trainiere einfach unglaublich lange, dann geht es auf jeden Fall plötzlich schon. Die besten Methoden, Druck von vorne, Wendung, an der Leine zupfen und der alltägliche Umgang sich verschieben auf Spaziergängen, 80% darf der Hund an der Leine ziehen und dann machst du noch ein Leinenführigkeitstraining. Die drei größten Lügen der Leinenführigkeit. Gleich mehr. Hallihallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit unserer lieben Kamerafrau Gabi. Hallihallo zusammen. Boris vom Wildenburger Land, unserem Pudelpointer, und meiner Wenigkeit Ueli. Die drei größten Lügen der Leinenführigkeit ist heute das Thema und es ist unglaublich. Wir haben eigentlich uns geschworen, in der nächsten Zeit kein Filmchen mehr über die Leinenführigkeit zu drehen, aber wir sehen tagtäglich so viele Ungereimtheiten in der Leinenführigkeit bei unseren Leuten und auf der Straße, dass wir uns verpflichtet fühlen, das nochmal unter die Lupe zu nehmen. Wie man auch links und rechts auf YouTube sieht, befassen sich auch andere Hundeleute, Hundetrainerinnen, Hundetrainer mit diesem Thema und das beweist uns, wie wichtig das dieses Thema ist. Nicht erschrecken, heute werden wir ein paar Dinge ganz klar beim Namen nennen, wo das der Fehler liegt und wie, dass wir manchmal falsch ticken, aber wir sind der Überzeugung, dass wir richtig ticken. Wenn euch solche Filmchen gefallen, freut uns natürlich ein Abo riesig. Wenn ihr jemanden kennt, den das auch interessieren könnt, unbedingt weiterleiten, guckt das Filmchen die ganze Länge an. Wir schenken euch das, aber wir freuen uns natürlich, wenn es euch gefällt und ihr uns weiterempfehlt. Das eine und andere werdet ihr sicher auf unserer Playlist finden. Und jetzt wollen wir nicht mehr länger schnacken, sondern los geht's mit der ersten Lüge. Also, was wir immer und immer wieder hören, ist, du musst lange genug trainieren, dann kommt das schon. Es gibt sogar Leute, die erzählen euch, dass ihr ein halbes Jahr oder tausendmal wieder irgendwas trainieren sollt, bis der Hund das begriffen hat. Ich sage, die erste Lüge ist genau das. Es muss unmittelbar ein Resultat kommen, sonst ist irgendwas falsch und ein Resultat kommt mit jeder Garantie, entweder richtig oder falsch. Wenn es falsch ist, nicht weiterfahren, nicht den Fehler weiter trainieren, sondern halt einfach eine andere Strategie anwenden. Also, trainieren, ich sage sogar ganz böse, Leinenführigkeit hat gar nichts mit Training zu tun, sondern ist eine Anstandsregel und von uns eine Anleitung. Und jetzt, deshalb habe ich gesagt, heute kommen ein paar direkte Worte. Jetzt müssen wir einfach zugestehen, dass halt der Hund als Wolf auch ein Rudeltier ist, der in einer Hierarchie eingegliedert ist. Jetzt ist halt die Frage, ob wir gerne der Untertan spielen. Das beweisen wir mal bei jedem Meter, wo der Hund in die Leine zieht. Oder ob wir glaubwürdiger Führer sind und übergeordnet sind, in Gottes Namen. Man kann es nicht schöner reden. Es hat nur mit dem zu tun. Übergeordnet, untergeordnet. Wenn die Hunde in der die Weltherrschaft übernehmen sollen, dann okay, dann ist das gut. Nur gibt es natürlich auch Leute, die das gar nicht so gerne haben. Wenn der Hund als erstes
wenn ihr eine Begegnung habt, euch anspringt und ihr das ganz als unangenehm empfindet, wenn er euch in die Nase in den Schritt steckt oder in den Arschspalt, das ist einfach ein No-Go. Und das hat mit Führung zu tun. Das macht nur ein Hund, der sein Krönchen trägt und die Prinzessin oder der Prinz ist. Also, das ist der erste Punkt. Und da muss ich einfach sagen, mit Trainieren hat das gar nichts zu tun. Sondern es hat mit Führen zu tun. Das hat mit unserer Einstellung zu tun, ob wir das wollen oder nicht. Wenn wir dem Hund die Führung überlassen, dann zerrt er an der Leine. Okay, dann macht er das halt. Aber wenn wir wirklich entspannt irgendwo hinlaufen wollen, und zwar nicht auf dem Hundeplatz, das ist Sporthundeding, sondern verschieben von A nach B, vom Auto auf den Sporthundeplatz und nicht so, sondern halt entspannt, ist keine sportliche Leinenführigkeit. Und die sportliche Unterordnung hat nichts mit Unterordnung zu tun. Das ist ein antrainiertes Verhalten vom Hund mit Goodies und allem drum und dran. Und das hier hat mit Unterordnung zu tun. Also, das ist das Ding der ersten Lüge. Genau. Kommen wir zur zweiten Lüge. Und zwar das Handling. Es gibt 1000 verschiedene Möglichkeiten dem Hund, Leinenführigkeit bzw. die Leinenführigkeit beizubringen bzw. ihm die Anleitung zu geben. Und da muss ich vorneweg sagen, das hat gar nichts mit einem Ausbilden zu tun. Deshalb lasse ich das mittlerweile auch nicht mal mehr gelten. Ja, das ist ja ein ausgebildeter Hund, der kann es ja schon. Es ist immer dasselbe. Hat nur mit der Technik, mit der Methode, mit unserer Körperhaltung und mit halt dem Handling zu tun, mit dem Werkzeug zu tun, dass der Hund eine saubere Leinenführigkeit macht und nicht, ob er das jetzt schon 1000 Mal trainiert hat oder nicht. Der überprüft nämlich jeden Tag, bei jedem Schritt, ob du glaubwürdiger Führer bist oder nicht. Also ob du glaubwürdig übergeordnet bist. Und wenn der Hund das Gefühl kriegt, du bist unfähig, auch wenn der erst 12 Wochen alt ist. Und deshalb ist es ja auch das Schlimme daran, dass wir den Welpen zuerst dem das Zerren beibringen oder erlauben, dass er halt der kleine Prinz oder die Prinzessin spielen kann. Und dann irgendetwas erziehen wollen, also in Form von Leinenführigkeit. Das ist kein Beibringen mehr, sondern nur noch ein Korrigieren. Und das Unterordnen geht dort natürlich viel schlechter, wenn der Hund das mal begriffen hat. Aber das ist möglich vom einen Tag zum anderen. Also blitzartig. Deshalb, ob das hier, das Anhalten, wenn der Hund zieht, also ihr lauft, komm Purzel, und anhalten, weil er jetzt in die Leine zieht und erst wieder laufen, wenn er ruhig ist, ist absoluter Schrott. Das bringt euch nie weiter, sonst wär's weg. Wenn ihr anhaltet und wieder weiterlauft und er nicht mehr an der Leine zieht, ist es gut. Aber das wird euch gar nicht passieren. Genau dasselbe ist, habe ich vor kurzem wieder gesehen, Leute, die meine Methode umsetzen wollen, der Hund macht sein Theater und die stellen sich da wie ein Hampelmann. Der Hund kann das nicht verstehen, der begreift das nicht. Der denkt, oh mein Gott, wie ist das peinlich, wenn das nur irgendwann aufhört. Weil es ist nicht zielführend. Die Methode bringt nur was, wenn ihr sie auch umsetzen könnt, dass der Hund das glaubt. Ob es jetzt der Druck von vorne ist, wo halt in der Hundesprache eine Tu-das-nicht-Regel ist, das sieht man jetzt schon an Boris, ich treibe ihn weg mit dieser Methode, das hat nichts mit einem antrainierten, korrekten Hier zu tun. Wenn ich Druck mache,
muss er fliehen, muss er weg. So, das ist auch in der Hundesprache so. Oder ob ich eine Wendung mache, vom Hund weglaufe und eine Korrektur anbringe. Es muss unmittelbar das Resultat kommen. Der Hund muss sich eingliedern, muss auf der Höhe von uns laufen oder ein bisschen zurück, so dass ihr merkt, ah, es funktioniert. Und sonst ist es eine Riesenlüge. Als dritte Lüge nehmen wir den Alltag. Der Hund zerrt dich über den Acker, wo du auch hingehst, durch die Stadt, durch die Leute und oder auf dem Spaziergang. 80-90% des Tages darf der Hund das Krönchen tragen, dich über den Acker schleppen und dich im Schilf herumziehen und führen. Und dann trainierst du noch ein bisschen die Leinenführigkeit. Ist absoluter Schrott. Das eine Riesenlüge, es geht nicht. Das wäre wie, wenn du 80% dem Hund die Krone aufsetzt und sagst, so, du darfst es führen, du darfst machen, was du willst. Und dann irgendeinmal sagst du, so, und diesen kleinen Abschnitt vom Spaziergang mache ich dann noch eine wunderschöne Leinenführigkeit. Das ist höchstens auf dem Sporthundeplatz für eine Top-Prüfung, Weltmeisterschaft oder was auch immer, so richtig unter dem Motto Showtime, eine Leinenführigkeit, Unterordnung in Anführungsstrichen, hat zwar nichts mit Unterordnung zu tun, aber gar nichts, aber für den Alltag nicht brauchbar. Du willst ja entspannt irgendwo hinlaufen und du musst halt immer mit 51% der Aktien sind beim Hund, auch wenn du mit deinem Partner spazieren gehst. Wenn du am Handy bist oder was auch immer, sagt der Hund, jetzt ist er nicht mehr zurechnungsfähig als Führer, also nicht mehr übergeordnet, ich ordne mich über und mache Scheiße. Also deshalb eine Riesenlüge. Spaziergang verschieben vom Haus ins Auto, vom Auto in den Einkaufsladen, auf dem Spaziergang, den Rundgang, das Wandern oder was auch immer, ist einfach so. Oder der Hund wird beschäftigt in einer Arbeit, die er zu machen hat, zu erledigen hat. Oder er ist frei und darf herumrennen. Oder es gibt ein Spiel mit einem Frisbee oder einem Ball. Das ist übrigens gar nichts Schlimmes. Es tut dem Hund nur gut. Oder er ist an der Schleppleine und du gibst ihm den Auftrag, dass er jetzt kontrolliert führen darf. So, das ist so die Geschichte, die ich euch unbedingt, aber wirklich unbedingt einfach nochmal ans Herz legen kann oder wollte. Jetzt, ich weiß, ich habe ganz sicher da zu ernsthafte Worte gewählt. Ich war auch ein bisschen böse, so für all die, die das Gefühl haben, ja, aber den Hund darf man ja doch nicht unterordnen. Das ist seit Zehntausenden von Jahren so. Das ist eine Geschichte und eine Struktur, die man nicht umwerfen kann, wie man auch immer erziehen möchte. Der Hund überprüft, du Boss, ich Boss oder du Boss. Oder ist es geregelt? Und wenn es nicht geregelt ist, muss er übernehmen, auch wenn er es nicht kann, auch wenn es peinlich wird. Es gibt doch nur noch peinliche Situationen, wenn der Hund führt. Auch bei den Hunden gibt es nicht viele souveräne Hunde, die würdig wären als Führer und sowieso nicht in einem jungen Alter. Welpe, Junghund und so, die haben nie Führungspositionen, nie. Das müssen sie sich erarbeiten und die müssen Lebenserfahrung haben. Also, jetzt bin ich aber fertig am Ende mit meiner Moralpredigt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was helfen und unterstützen, in der richtigen Wegfindung mit eurem Hund umzugehen. Denkt daran, das geht nicht darum, dass ihr nicht den Hund lieben dürft, ihn mit ihm herumtollen dürft, mit ihm herumknuddeln dürft, Blödel-Dödel-Geschichten machen,
ihm auch mal überlassen, dass er führen darf, dass er wirklich euch als kompletter Kumpel hat, dass ihr im Hundebett herumtollt oder ihn ins Bett nehmt zum Pennen oder er auch mal als Erster zur Tür raus kann oder was auch immer da verboten oder geboten wird, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Macht das, weil ein souveräner Boss, auch Hundeboss natürlich, spielt mit dem Tiefsten in der Hierarchie und zwar zuckersüß. Also, bleibt gesund und immer schön negativ. Tschüssi, ciao, ciao. Tschüss. Aber super Tag. Ja, da bin ich aber super Tag.